Vorgestern kam eine Meldung vom Flughafen Schönefeld, in der es lediglich darum ging, dass die Abfertigung am gesamten Flughafen nun erst einmal vorübergehend eingestellt ist. Ah, gut, schon mal interessant, kann aber passieren. Grund dafür war jetzt aber nicht Wetter oder ähnliches, sondern ein defektes Flugzeug auf der Runway. Und da wird die ganze Sache schon mal ein bisschen spannender, dann ein bisschen rumgeguckt und siehe da, ein Flugzeug der Flugbereitschaft war es. Jetzt haben wir natürlich keine Vorurteile, dann kamen die ersten Bilder von dem Vorfall, die jemand am Flughafen gemacht hat und ja, die stimmen mich dann doch etwas nachdenklich. Also ohne des Rätsels Lösung zu kennen, heute mal ein kurzes, knappes Video mit allen interessanten Informationen zu dem Vorfall vor 2 Tagen am Flughafen Berlin-Schönefeld. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Von dem Zwischenfall am Flughafen Berlin-Schönefeld waren vorgestern alle Passagiere betroffen, die in der Zeit zwischen 9.30 Uhr ungefähr und der Mittagszeit von dem Flughafen abfliegen bzw. dort landen wollten. Das war tatsächlich nur knapp 2 Dutzend Flugzeuge, die davon betroffen waren. Die mussten entweder am Boden bleiben oder aber zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Zum Beispiel eben nach Berlin-Tegel, da sind die meisten Flieger hingegangen, nach Leipzig oder auch nach Hamburg. Ungefähr ab Mittag war die Bahn des Flughafens Schönefelds dann wieder frei. Der Verkehr normalisierte sich im Laufe des Tages wieder. Betroffen waren von dieser Aktion etwa 2300 Passagiere, heißt es. Ja, und Grund für die Störung war eine der 4 Global 5000 von Bombardier, der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Diese Maschine befand sich für eine routinemäßige Wartung, für eine 30-Monats-Wartung, so heißt es. Dafür befand sie sich schon seit etwas längerer Zeit am Flughafen Berlin-Schönefeld, seit knapp 3 Wochen, und zwar bei Lufthansa Bombardier Aviation Services. Das ist ein Unternehmen, das sich um die Wartung und die Instandhaltung von Bombardier Business Jets kümmert und ein Unternehmen, dessen Mehrheitsanteile bei der Lufthansa Technik liegen. Vorgestern sollte das Flugzeug mit der Kennung 1401 dann von Berlin-Schönefeld aus nach Köln überführt werden. Dafür waren keine Passagiere an Bord, sondern lediglich die Besatzung, bestehend aus 2 Piloten und einer Flugbegleiterin. Der fliegende Pilot ist mit 7400 Flugstunden wohl ein sehr erfahrener Pilot und dazu ist er auch noch Fluglehrer. Ja, und jetzt startete also am Dienstagmorgen die frisch aus der Wartung kommende Maschine und bereits kurz nach dem Start soll es massive Probleme mit der Kontrolle des Flugzeuges gegeben haben. Die Piloten haben daraufhin das Flugzeug so gut es geht stabilisiert, gewannen weiter an Höhe mit der Maschine und haben daraufhin, laut Aussage der Flugbereitschaft, sehr professionell die entsprechenden Notverfahren, die entsprechenden Procedures abgearbeitet, um mit einem solchen Fehler klarzukommen. Das haben sie also gemacht, aber dann kamen sie trotzdem noch nicht mit der Kontrolle des Flugzeuges zurecht. Aus unerklärlichen Gründen ließ sich die Maschine nicht so kontrollieren, wie sie das von ihrem Flugzeug gewohnt waren. Die Maschine führte, zumindest laut aktuellen Informationen, ohne das Zutun der Piloten, unerklärliche Rollbewegungen um die Längsachse aus. Nur durch gezieltes Gegensteuern der Piloten konnte verhindert werden, dass sich das Flugzeug hier auf den Rücken drehte und dann eventuell in einem steilen Sinkflug abstürzte. Aber die Piloten konnten die Maschine so nicht richtig unter Kontrolle bringen. Einzige plausible Lösung war jetzt natürlich, zum Flughafen Berlin-Schönefeld zurückzukehren. Allerdings konnte man bis zum Anflug das Problem nicht identifizieren oder gar lösen. Das heißt, man musste mit dieser massiven Steuerungsproblematik den Flughafen anfliegen. Kurz vor der Landung wurde das Flugzeug jetzt mehrfach fotografiert und das liefert uns wirklich sehr interessante Einblicke in die ganze Geschichte. Man kann hier natürlich erstmal ganz klar erkennen, dass die Maschine jegliche Limits bezüglich Schräglage im Anflug überschritten hat. Die Maschine war zu keinem Zeitpunkt im Anflug wirklich stabilisiert. Es handelt sich hierbei, und diesmal darf man das Wort auch tatsächlich mal benutzen, es handelt sich hier um eine Notlandung. Wirklich interessant wird es dann jedoch, wenn man die Fotos kurz vor dem Aufsetzen sieht. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich jetzt überhaupt das Video dazu mache. Denn das, was man da sieht, das ist in vielerlei Hinsicht wirklich sehr interessant. Denn um Rollbewegungen um die Längsachse, also das, was das Flugzeug hier die ganze Zeit unkontrolliert durchgeführt haben soll, um diese Bewegung normalerweise vernünftig, steuerbar durch den Piloten einzuleiten, dafür besitzt ein Flugzeug sogenannte Querruder. Und je nach Größe des Flugzeuges, je nach Bauart, hat eine Maschine dann eventuell noch sogenannte Roll-Spoiler, die hier eine sehr ähnliche Funktion in einem Kurvenflug übernehmen, wie auch die Querruder bzw. die Roll-Spoiler unterstützen die Querruder. Diese Funktion haben selbstverständlich nicht alle Flugzeuge. Eine Concorde hat das beispielsweise nicht oder eine ganz konventionelle Cessna 172, die hat sowas auch nicht. Aber eine A320, eine 737, die haben diese Funktion. Und gehen wir jetzt beispielhaft einfach mal davon aus, man möchte mit seinem Flugzeug jetzt eine Linkskurve einleiten, dann geht das linke Querruder nach oben, das rechte Querruder an der rechten Tragfläche wird nach unten ausgelenkt. Dadurch erhöht sich der Auftrieb an der kurvenäußeren Tragfläche. Diese hebt sich daraufhin an.
Das Flugzeug rollt also um die Längsachse und kurz danach gibt es auch eine Bewegung um die Hochachse des Flugzeuges. Man fliegt also eine Linkskurve. Für diese Linkskurve war jetzt also das linke Querruder an der linken Tragfläche nach oben ausgelenkt. Die Tragfläche wird also durch das Querruder quasi runtergedrückt. Das Flugzeug fliegt die Kurve und zur Unterstützung dieses linken Querruders kommen jetzt die Roll-Spoiler auf der linken Tragflächenoberseite ins Spiel. Diese stellen sich auf, erhöhen dabei den Widerstand an der linken Tragfläche und verringern den Auftrieb. Das heißt, die Fläche senkt sich noch schneller, noch leichter ab und das Flugzeug, man kann sich das so vorstellen, als würde man den Flieger quasi so ein bisschen festhalten an der linken Tragfläche, dreht sich um diesen Widerstand. Dass das Flugzeug durch diese Auslenkung der Querruder und die dann noch dazu kommende Unterstützung der sogenannten Roll Spoiler jetzt eine Linkskurve fliegt, das ist eigentlich absolut logisch, oder? Außerdem helfen diese Roll Spoiler, das sogenannte negative Wendemoment an einem Flugzeug zu minimieren. Leitet der Pilot jetzt eine Linkskurve ein, dann geht ja, wie gesagt, das Querruder an der rechten Tragfläche nach unten, das Querruder an der linken Tragfläche nach oben und dadurch, dass an der rechten Tragfläche durch das nach unten abgesenkte Querruder der Auftrieb erhöht wird, erhöht sich damit gleichzeitig auch der Widerstand. Trotz der eingeleiteten Linkskurve erfährt das Flugzeug jetzt durch den gestiegenen Widerstand an der kurvenäußeren Tragfläche kurzzeitig ein Giermoment nach rechts. Also das Flugzeug dreht sich ganz leicht, kriegt so einen leichten Drehimpuls um die Hochachse nach rechts, obwohl man ja eigentlich eine Linkskurve fliegt. Durch die Rollspoiler und den dadurch ansteigenden Widerstand minimiert man diesen Effekt. Wichtig ist für diesen Fall jetzt an dieser Stelle aber nur, dass wir uns merken, dass die Kombination aus Querruder und aus der Unterstützung mit den Rollspoilern, das muss natürlich zusammenpassen. Die Kombination muss stimmen. Heißt, wenn auf der linken Tragflächenseite, wenn da das Querruder nach oben ausgelenkt wird, dann wird auch auf dieser Seite die Unterstützung durch die Rollspoiler verlangt. Und wenn wir uns jetzt mal die Fotos kurz vor dem Aufsetzen der Global 5000 angucken, dann sollte etwas auffallen. Und zwar genau diese Kombination aus Querruder und Spoiler, die passt hier bei diesem Flugzeug aktuell nicht. Und das ist höchst interessant, denn das ist ein fataler Fehler und dadurch kann man davon ausgehen, dass der Pilot hier tatsächlich mit wirklich massiven Steuerungsproblemen zu kämpfen hatte. Weiter kommen wir an dieser Stelle leider noch nicht. Und ich weiß, das ist quasi gar nichts an Informationen, sondern einfach nur spekuliert zu dem, was man da auf diesem Foto nur halbwegs erkennen kann. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt auf eure Meinung und ob ihr irgendwie jetzt direkt mal bei Ansicht des Fotos den gleichen Gedanken hattet. Wie gesagt, alles nur Spekulationen, wir wissen das nicht, wir können das nicht ermitteln, sondern das machen Leute, die davon wirklich Ahnung haben und die Zeit muss man den Leuten auch geben, um das wirklich herauszufinden und es ist nicht unsere Aufgabe, hier irgendjemandem zu sagen, dass er irgendetwas falsch gemacht hat oder dass hier irgendetwas nicht funktioniert hat. Wir wissen die Ursache nicht und wir warten ab, bis Leute, die davon Ahnung haben, das Ganze rausgefunden haben. Und trotzdem, die sogenannten Flight Controls, also die Steuerung des Flugzeuges, die Steuerflächen des Flugzeuges, werden normalerweise vor jedem Abflug und vor allem dann, wenn der Flieger gerade in der Wartung war und es eventuell zu falsch zusammengesteckten Verbindungen kommen kann, da wird das alles ganz genau überprüft, denn am Boden kann ja normalerweise genau gar nichts passieren. Inwiefern das hier eine Rolle gespielt haben könnte, das wissen wir wie gesagt nicht, aber es liegt irgendwo auf der Hand, dass der Pilot hier mit Steuerungsproblemen zu kämpfen hatte, ähnlich wie der Pilot der Air Astana Embraer E190 im November 2018. Auch da gab es massive Steuerungsprobleme und der Pilot musste dort während des Fluges quasi in der Luft das Fliegen des jeweiligen Flugzeuges nochmal neu erlernen. Er musste durch Versuche herausfinden, wie das Flugzeug auf welche Steuerimpulse reagiert und wie das Flugzeug sich fliegen lässt, was natürlich überhaupt nicht mit dem zusammenpasste, was er eigentlich darüber wusste. Dahingehend also ohne Zweifel eine fliegerische Meisterleistung. Die Global 5000 berührte kurz vor der Landung dann mit der linken und mit der rechten Tragfläche noch einmal die Landebahn. Das Flugzeug kam aber in einem nahezu heilen Zustand am Boden an und alle drei Crewmitglieder sind glücklicherweise unverletzt. Das ist die Hauptsache. Alles Weitere wird man in naher Zukunft herausfinden können. Bis dahin bleiben bei uns noch ein paar Fragezeichen. Schauen wir mal, was da noch rauskommt. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass trotzdem ein paar interessante Informationen mit dabei waren. Vielleicht gefällt euch das ja auch, ab und zu einfach mal so ein bisschen spekulieren. Wie gesagt, ich konnte jetzt nicht wirklich Fragen beantworten in diesem Video, aber vielleicht konnte ich ja wenigstens so einen kleinen Denkanstoß geben oder vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen für mich, was da eventuell passiert sein könnte. Ich freue mich, mit euch darüber zu quatschen und dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Ramadani. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.